Also rote Zahlen bei Nordex, die Aktie dennoch sehr deutlich im Plus. Und auch der Anlagenreifenhändler Delticom, der hat Schwierigkeiten. Das Umsatzziel für das erste Halbjahr blieb hinter den Erwartungen zurück. Eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr gab Delticom nicht ab. Die Unsicherheiten, die seien zu groß, heißt es. Über die beiden Unternehmen spreche ich jetzt mit Sebastian Steyer von Radebeuler Aktienclub. Hallo Herr Steyer, auf welche Unsicherheiten trifft denn der Aktienhändler die Anleger hier momentan? Ja, schönen guten Tag, hallo. Delticom ganz speziell sagt ja selber, dass sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre ergeben hat, dass man wohl verlässlich für längere Zeiträume keine Prognosen mehr geben kann. Deswegen sei wohl auch die Gesamtjahresprognose mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Gerade das schwer zu kalkulierende Winterreifengeschäft ist hier ein großer Unsicherheitsfaktor. Es kommt hinzu, dass die Branchenentwicklung Automobil in Europa speziell jetzt ja, Delticom nicht unbedingt in die Karten spielt, denn der europäische Markt ist ja eher schwach. Einzig positiv in diesem Gesamtkontext ist, dass Delticom sagt, egal wie der Markt sich entwickelt, wir wachsen auf jeden Fall schneller, positiver als der Gesamtmarkt. Delticom senkt ja die Dividende um knapp 1 € auf jetzt 1,90, nachdem der Aktienkurs sich ja im letzten Jahr fast halbiert hat. Ist das ein herber Schlag jetzt für die Anleger? Ist die Delticom-Aktie denn trotzdem noch einen Blick wert? Jetzt habe ich Sie akustisch leider nicht verstanden. Okay, dann wiederhole ich einfach nochmal die Frage. Wir haben über die Dividende gesprochen, die ja um knapp 1 € gesunken ist auf 1,90. Ist sie denn dennoch momentan ein Investment wert für die Anleger? Ich probiere es mal. Ich hoffe, Sie haben mich trotzdem verstanden und es passt. Ja, Thema Dividendenkürzung bei Delticom. Das ist natürlich eine Hausnummer. Jetzt diese Senkung auf 1,90, wobei die Dividendenrendite dann immer noch rund 4,6% betrifft oder beträgt, das ist immer noch ganz ordentlich. Trotzdem denke ich, ist Delticom im Moment nicht unbedingt ein Investment wert. Die Aktie ist mit einem KGV von über 20 nicht unbedingt billig. Und wenn, dann würde ich frühestens im Bereich von 30 bis 35 einsteigen und auch einen engen Stopp setzen. Dann schauen wir mal auf Nordex. Vor allem die Geschäfte in den USA und China belasten ja die Bilanz. Mit welchen Problemen kämpft denn der Windanlagenbauer in diesen beiden Märkten? Ja, speziell China, dort hat man ja Ende des letzten Jahres die Produktion der Rotorenblätter komplett dicht gemacht. Und Nordex sagt ja selber, nahezu alle Aufträge gingen an chinesische Hersteller. Also man hat dort den Fuß einfach nicht in die Tür bekommen. Die Suche nach einem chinesischen Partner war auch erfolglos, sodass man dort nicht punkten konnte. Amerika ist man noch nicht so richtig strukturell aufgestellt, wie man das möchte. Hinzu kommt der Kostendruck der Branche. Und das sind speziell die Probleme, mit denen Nordex in China als auch in Amerika zu kämpfen hat. Jetzt plant Nordex für 2013 einen Umsatz von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Ist das ein realistisches Ziel? Ja, ich denke schon. Da muss natürlich auch das Amerika-Geschäft, USA-Geschäft ins Laufen kommen und die Reorganisationsmaßnahmen, die auch richtig Geld gekostet haben, natürlich greifen. Positiv stimmt und als Indikation, dass das realistisch ist, der hohe Auftragsbestand. Wir hatten es ja gerade im Beitrag vorher schon angesprochen. Von immerhin, wenn man den festen Auftragsbestand sich anschaut, eine gute Milliarde Euro und das ist schon mal eine Hausnummer. Und wie positionieren sich Nordex-Anleger jetzt am besten, Herr Steyer? Ja, da haben wir ja einen enormen Kursanstieg, den wir hier sehen. Ich denke, wenn man allein die Charttechnik bemüht, haben wir noch bis gut 5 € Platz. Also da wäre noch ein Stückchen Potenzial, gute 10% auf jeden Fall noch. Wer investiert ist, sollte auf jeden Fall, sofern die Nordex-Aktie wirklich in Richtung 5 € geht, Stopps nachziehen. Ich denke hier an eine Marke von 3,75 aktuell auf Schlusskursbasis. Für den Neueinsteiger, der muss natürlich immer in Betracht ziehen, Nordex bleibt eine spekulative Aktie, wobei wer sich in Windenergie positionieren möchte, ist sicher mit Nordex besser aufgehoben aktuell als zum Beispiel mit der dänischen Vestas, mit den Konkurrenten, aber trotzdem, dieses Geschäft und damit auch die Aktie bleibt spekulativ. Sebastian Steyer, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gern.